Einen wunderschönen guten Morgen. Oh Mann, irgendwie ist es noch heute Morgen viel zu früh für mich. Dabei ist es gar nicht so früh. Es ist jetzt 7:30. Ja, irgendwie haben wir bis 7 Uhr geschlafen. Ich bin gerade mit den Kindern aufgestanden. Ali kommt auch langsam runter. Ich warte nämlich auf meine Rewe-Bestellung. Die kommt zwischen 7 und 9 Uhr. Man weiß ja nie, vielleicht sind die auch mal pünktlich. Deswegen bin ich eben schon aufgestanden und wir hatten heute ein Familienbett. Ne, Pauline? Ja, wir haben heute nämlich alle zusammen mit den Kleinen im Bett geschlafen. Also, Pauline war auf meiner Seite, Frieda war in der Mitte und dann haben wir alle geschlummert. War ganz schön, aber es ist halt auch nachts immer ganz schön anstrengend, mit zwei kleinen Kindern im Bett zu schlafen. Gerade bei Frieda muss man halt aufpassen, dass sie nicht runterfällt. Was machst du für Leone? Was möchtest du, Schatz? Hallo. Cornflakes? Knäckebrot? Milch? Was willst du denn? Gib sie mir eine Schale. Da, Milch. Frieda ist auch da, sie isst ein paar Mandarinen. Die Cornflakes möchte sie nicht mehr essen. Und der Packesel mit den Kleidungsstücken der Kinder. Was möchtest du? Du hast auch schon Knäckebrot, ne? Haben wir keinen Teller mehr? Hm? Ja. Da Milch rein? Ja. Okay, irgendwie stehen die nicht so auf die Fruit Loops. Ich dachte, die mögen die. Ist die Leone auch schon wach? Hätte auch schlafen können. Das Schulferien. Oh, ich will noch ein bisschen aufräumen. Heute kriegen wir Besuch. Gut so. Oh Gott, ich muss jetzt einmal einen Kaffee machen. Käffchen, du auch? Frühstücken oder hast du keinen Hunger? Aber wir hätten auch tolles. Ach, du schaffst was nicht, ne? Wir hätten auch tolles Frühstück. Oh, das gut machen. Joghurt haben wir auch noch. Sieht voll gut aus. Wir sind fertig mit dem Essen, wir müssten sie nur anziehen. Okay, Alex hat jetzt entschieden, die Knäs wegzubringen. Bei uns ist es in der Kita so, entweder wir bringen die Kinder um 8 oder dann erst wieder um 8:30, weil zwischen 8 und 8:30 wird gefrühstückt. Und da dürfen keine Kinder gebracht werden, damit die Kinder auch in Ruhe frühstücken können. Und ja, so ist das bei uns. Bringen wir sie jetzt früher weg oder doch lieber später? Gestern haben wir gewartet bis 9 Uhr, dann haben wir sie um 9 Uhr weggebracht. Da sie jetzt aber schon seit 7 wach sind und schon gefrühstückt haben, auch wenn wir gleich nochmal frühstücken, wir frühstücken immer zu Hause. Wir finden das extrem wichtig für uns, dass die Kinder auch was essen, bevor sie in die Kita gehen, auch wenn sie dort Frühstück kriegen. Einfach auch für mein Gewissen, dass ich weiß, dass die Kinder was gegessen haben. Ja. Das heißt, wir müssen die Kinder jetzt anziehen. Und dann müsste Alex gerade mit Fahrrad losfahren. Hier liegen auch noch die ganzen Sachen. Es tut mir so leid, dass ich so fertig aussehe, aber ich habe noch nicht mal Zähne heute Morgen geputzt. Ich musste beide runtertragen und beide wollten auf Toilette. Frieda und Pauline. Und beide wollten auf einmal gleichzeitig essen. Windel gewechselt bekommen. Easy. Es ist halt 9, oder? Ist er so müde? Wir haben auch gut geschlafen. Also ich zumindest. Ich habe zwar Frieda einmal um 5 Uhr gefüttert und rübergeholt ins Bett. In Englisch, Mathe kann man da lernen. Wollt ihr das mal drauf machen? Ja. So, unsere Bestellung ist da. Ich werde das mal alles auspacken und dann zeige ich euch einen kleinen Food Haul. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Ich persönlich gucke ja total gerne Food Hauls. Ich glaube, ich mache euch nochmal Licht an. Spiegel, okay, dann starten wir mal einfach. Das Licht ist leider nicht besser, weil es draußen etwas düster ist. Es ist nun mal zur Jahreszeit. Ich hoffe trotzdem, dass es funktioniert und ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe im Rewe bestellt. Das ist eine Wochenbestellung. Ich habe ausgegeben 135 Euro. Aber wir bekommen jetzt auch noch Besuch die Tage und deswegen brauchten wir ein bisschen mehr, weil wir sind 4 Erwachsene und 6 Kinder. Das wird eh spannend. Als erstes Aufbackbrötchen. Ich liebe ja die Aufbackbrötchen von Koppelrad und Wiese. Das sind die Weizenbrötchen. Da habe ich ganze 2 Packungen gekauft. Und die tue ich jetzt gleich direkt auch mal schon mal ins Tiefkühlfach. Und die schmecken halt wie aus der Bäckerei. Dann haben wir mitgenommen für die Kinder Chicken Nuggets, 2 Packungen. Das ist die Reben Eigemarke von Ja. Dann natürlich, was bei Kindern nicht fehlen darf, bei 6 Kindern, Eis. Und Eis hatten wir gar nicht mehr, deswegen 2 Packungen.
Und ich habe da diesen Klassik-Mix genommen. Ich finde den super. Ich brauche da jetzt keine Markenprodukte, sage ich mal. Die schmecken eh alle gleich für mich. Und am liebsten esse ich die Sorten mit Mandeln. Und ihr könnt ihr gerne mal abstimmen. Dann habe ich ein bisschen Aufschnitt mitgenommen. Wir machen Burger. Deswegen zweimal den Sandwich-Scheibenkäse. Der war wirklich recht teuer. Ich habe auch keinen anderen online gefunden. Vielleicht gibt es da auch günstige Alternativen. Wenn ja, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Aber die sind auf jeden Fall mega lecker und perfekt für den Burger. Dann für Alex und mich abends mal zum Snacken Ofenkäse. Du weißt nur mit. Auch mit Daniel und Jana. Aber der Ofenkäse, das ist eher immer für Papa mit frisch gebackenem Brot oder so. Wir lieben das. Oder abends auf dem Fernseher, klar. Abends vorm Fernseher. Auf dem Fernseher wir auch. Unser lieben wir den Fernseher, genau. Dann einmal von Ja den Gouda Jungkäse und den Butterkäse. Und normalerweise kaufe ich diese großen Packungen nicht, weil das sind 400 Gramm, das ist so richtig viel. Da wir jetzt aber bald Besuch kriegen, dachte ich mir, ist das super. Kann man auch für die Pizza benutzen, die wir machen möchten. Ja, Käse geht immer, ich esse gerne Käse. Und dann habe ich zweimal Stracciatella-Joghurt mitgenommen für die Kinder im Glas. Und dann musste mit geriebener Käse, ein bisschen haben wir noch im Kühlschrank, aber es hätte nicht gereicht, deswegen noch eine Packung. Dann Bacon, auch von der Eigenmarke von Rewe. Für den Burger. Dann den Frischkäse von Brissot. Der ist ein bisschen teurer als andere Kräuterkäsesorten. Aber unsere Kinder lieben den, habe ich festgestellt. An Silvester hatten wir den. Und Pauline, Frieda und Leona wirklich alle essen den total gern, diesen Schmierkäse. Dann zweimal Geflügelsalami für die Salami-Pizza und für den ganz normalen täglichen Brotaufstrich. Leberwurst und wie ihr sehen könnt, ich benutze immer gerne auf die Eigenmarken, weil die günstiger sind. Geflügelfleischwurst. Die Kinder lieben das einfach so aufgeschnitten und ich esse das auch selbst gerne mit ein bisschen Senf. Dann fürs Brot Geflügelmortadella. Das sind diese kleinen. Dann mal wieder Hähnchenbrust, gegart, im Ofen gegrillt. Ist halt sehr fettarm. Mag ich auch ganz gerne, wenn es auch dünn geschnitten ist, so wie hier. Deswegen einfach mal wieder mitgenommen. Dann habe ich von Rewe mitgenommen den Kochschinken hauchzart. Der schmeckt auch wirklich sehr, sehr lecker. Haben wir nicht so oft, weil Kochschinken kann ich nicht so oft essen. Irgendwann habe ich da keinen Hunger mehr drauf. Aber jetzt ja, fand ich den wieder mal ganz gut und ist auch nicht so fettig wie Salami. Die Rügenwaldermühle, genau. Mögen wir sehr gerne und wir schmecken da kaum einen Unterschied. Und wenn man mal fleischfrei morgens essen möchte, ist das auch mal eine gute Alternative. Und dann habe ich auch nochmal die Putenbrust mitgenommen. Sehe ich gerade. Das war eine Fehlbestellung. Ich wollte, glaube ich, nur die mitnehmen, habe die noch mitbestellt. Aber dann werde ich das in den Salat mit reinschneiden oder so. Putenbrust im Salat, vielleicht mit Ananas, da haben wir auch noch eine Dose über. Eierspätzle. Ich habe die auch schon mal selbst gemacht, ist aber eine mega Sauerei und auch ja, schon eine gewisse Arbeit von 1 bis 2 Stunden, wenn man die selbst frisch macht. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal so mitgenommen. Aber ich sehe gerade Eier aus der Bodenhaltung. Das finde ich jetzt nicht so cool. Dann Kräuterschmelzkäse. Brie oder Camembert essen wir immer sehr gerne auch auf Brot. Dann die Milch. Das ist frische Landmilch. Dann einmal für Leona die Cornflakes. Schoko-Cornflakes? Ja, die Schoko-Nuggets. Von Barilla die ganz dünnen... Mann, jetzt sagt man schnell. Die Nudeln, das ist die Nummer 1. Und die sind innerhalb von 3 Minuten fertig gekocht. Benutzen wir gerne für Suppen. 4-mal Burgerbrötchen. Da habe ich jetzt auch die von Rewe genommen. XXL Hamburgerbrötchen mit Sesam. Kann man direkt mal drauf liegen lassen. Dann Mayonnaise im Glas und Ketchup im Glas. Und das ist der Bio-Ketchup. Den haben wir auch schon mal gehabt und probiert. Der schmeckt wirklich viel frischer als die herkömmlichen. Ich glaube, hier ist auch weniger Zucker drin. Leona lernt jetzt gerade Englisch im Hintergrund, schwör ich da nicht. Natürlich musste auch ein bisschen Obst und Gemüse mit. Ne? Da haben wir zwar mitgenommen die Cherry-Tomaten. Die Kinder lieben die, ne? Zum Essen, die snacken die immer so weg. Dann mussten wieder ein paar Birnen mit. 1, 2, 3 Gurken. Die Kinder essen natürlich auch gerne Gurke. Einfach so aufgeschnibbelt beim Abendbrot oder nebenbei als Snack. Und dann haben wir noch ein paar Äpfel mitgenommen. Das sind die Gala-Äpfel.
Dann noch Rewe-Bananen. Dann nochmal Sandwich-Toast für die ganze Familie. Knäckebrot. Die Kinder essen derzeit am liebsten Knäckebrot. Dann haben wir noch ein bisschen Zahnpasta mitgenommen. Einmal von Elmex, die Kinderzahnpasta. Die ist ab dem ersten Zahn. Die benutzten Pauline und die Frieda. Die Leona plus schon die Elmex Junior. Die ist ab dem sechsten Lebensjahr. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Und dann habe ich zweimal Golgate-Zahnpasta mitgenommen. Ich liebe Golgate-Zahnpasta und benutze auch immer gerne zahnaufhellende Cremes. Da habe ich einmal genommen Fruchtgetreide, das ist Apfel, Pfirsich, Vollkorn. Friedas Lieblingssorte, guten Morgen. Erdbeeren, Apfel, Joghurt, Müsli, das ist der von Hip. Den liebt Frieda wirklich, den hat sie auch immer im Hotel gegessen. Und noch den guten Morgen Früchte, Joghurt, Müsli. Und ich habe jeweils immer 3 Stück pro Sorte gekauft. Genau, das war der Food Hall. Ich werde jetzt mal schnell alles einräumen, bevor das ganze Chaos hier aussieht. Das sieht nämlich schon so aus hier, das Chaos. Today is a beautiful day and we are on a fair. Come and join us. Heute ist ein schöner Tag und wir sind auf einem Jahrmarkt. Komm doch mit uns mit. So, ich mache mir jetzt auch mal Frühstück heute Morgen. Ich mache mir jetzt einfach nur ein bisschen Butter drauf und ich werde jetzt einfach mal die hier essen, weil die muss aufgebraucht werden. So meine Lieben, ich habe jetzt gerade noch das Video für euch fertig geschnitten. Ich werde jetzt eben schnell duschen gehen, dann nehme ich euch ein bisschen mit. Oben sind unsere Nachbarskinder, die spielen gerade mit Leona, deswegen kann ich euch da nicht so viel zeigen. Aber ich zeige euch einfach mal, wie ich mich jetzt fertig mache, denn unser Besuch kommt in 2-3 Stunden. So, ich nehme mal die Zahnwasser schon mit hoch. Man hört die Kinder, glaube ich, auch schon. Ja, alles gut bei euch? Machen wir mal hier zu. Ja, warum sieht das hier so chaotisch aus? Weil die Kinder gestern Abend geballert haben. Und heute Morgen beim Zähneputzen wurden einfach mal die Kuscheltiere hier vergessen. Und das räume ich mal schnell noch auf. Bad Barutz ist immer noch total beliebt für die Barutz. Enten! Von der lieben Melli haben wir die bekommen. Sind auch ganz beliebt. Das ist auch wieder ordentlich. Übrigens benutzen wir immer noch total gerne Bübchen für die Kinder. Und Leona hat hier dieses Duschgel von Fahr. Das war auch, glaube ich, in meinem Weihnachtspaket drin. Das riecht mega gut. Das Erste, was ich mache, wenn ich duschen gehe, ist mir ein Handtuch bereitlegen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man unter die Dusche geht und wieder rauskommt. Man hat kein Handtuch und man friert. Ich mache uns mal Licht an. Ja, ich muss unbedingt duschen. Ich glaube, man sieht es. Ich wasche derzeit 2 Tage meine Haare. Und heute wollte ich das allererste Mal live mit euch das Trockenshampoo benutzen. Nicht Trockenshampoo, feste Shampoo. Das habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt, habe ich selbst gekauft bei Amazon. Da gibt es ganz viele Shampoo-Bars, so heißt es. Ich habe jetzt für normales Haar Zitrone, Orange. Und das Schöne ist halt plastikfrei. Ihr wisst, das ist mein neuer Vorsatz, das nach und nach zu Hause zu ersetzen. Es riecht so richtig schön nach Wellness und das werde ich gleich das erste Mal benutzen. Ich bin auch gespannt, wie das so in den Haaren ist, ob es die Haare weich macht. Deswegen lege ich mir das auch schon mal in die Dusche. Und hier könnt ihr sehen, das sind unsere ja, alltäglichen Produkte und alles natürlich verpackt. Ganz normal. Aber die Sachen müssen natürlich aufgebraucht werden, weil die da sind. Und wir haben auch noch im Keller einige Sachen, die wir mal geschenkt bekommen haben. Die werden wir natürlich aufbrauchen. Aktuell benutze ich eigentlich dieses Shampoo hier von Pantene Provi. Ist ganz okay. Und als Kur benutze ich dieses hier. Der Duft ist Hammer von dieser Haarkur. Aber wie gesagt, das soll es nach und nach ersetzt werden. Es gibt auch total schöne Duschseifen mit so einem Seifensäckchen. Das werde ich euch alles zeigen. Aber erstmal muss das wirklich aufgebraucht werden, weil das will ich nicht wegschmeißen, weil wir es ja schon, wie gesagt, haben. Und dann müssen wir auch hier so ein paar Sachen natürlich aufbrauchen. Ich werde, glaube ich, heute mal die Haarmaske ausprobieren. Vor der Anwendung in den Kühlschrank. Okay, das kann ich jetzt nicht machen. Schade. Ich muss mal gerade ein paar Sachen wegpacken. Das sieht hier so unordentlich aus, wenn gleich die Gäste kommen. Wenn Besuch kommt, putze ich mir immer vorher nochmal die Zähne. Ich weiß nicht, wieso. Das ist voll der Tick. Das machen wir erstmal schnell. Ich bin immer so der Mensch, der immer versucht, alles möglichst unter der Dusche zu machen. Die elektrische Zahnbürste kann ich jetzt natürlich nicht mitnehmen für die Dusche. Aber meine Gesichtsbürste, auch der muss aufgebraucht werden, der ist wirklich gut. Hops, ich habe etwas zu warm geduscht. So
immer so gut, wenn man frisch geduscht ist. Was ich jetzt noch mache, ist schnell meine Zahnzwischenräume säubern. Dafür benutze ich derzeit diese Zahnseidensticks. Also, das Shampoo riecht mega gut. Allerdings, sobald es aus den Haaren rausgewaschen ist, nur noch ganz leicht, auch nicht nach Zitrone, sondern einfach so ja, frisch gewaschen. Und es hat super geschäumt. Ich habe einfach das ganze Stück erstmal kurz auf meinen Kopf kriegen. Und dann hat das mega geschäumt, wie ein normales Shampoo. Die fühlt sich auch im nassen Zustand jetzt viel ja, fester an, dicker an. Und wie ihr sehen könnt, ich komme da sehr gut durch. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte auch vielleicht, dass es vielleicht so ein bisschen quietscht. Aber es macht wirklich kaum einen Unterschied, außer dass ihr halt ein Stück festes Shampoo in der Hand habt. Das ist sogar teilweise jetzt gerade besser kennbar als mit normalem Shampoo. Und ich habe jetzt keine Kur benutzt. Nur das Shampoo, um es mir wirklich zu gucken. Und ich habe gerade mein Gesicht eingecremt mit meiner Creme. So, Leona ist jetzt draußen mit den Nachbarskindern im Schnee spielen. Alex übernimmt das Aufrollen. Lass die Haare jetzt ein bisschen Luft trocknen. Jetzt einfach nur ein rotes Oberteil an und eine Jeans. Ganz schlicht. Wir räumen jetzt hier eben schnell auf, dass es hier ordentlich aussieht, dass die Gäste hier auch schön schlafen können. Alex, ich liebe dich. Okay, er übertreibt wieder. Er stellt alle Autos da vorsichtig hin. Ich dich auch. Das ist unser Liebesgeständnis. Mehr gibt's hier nicht. Gefühlt haben wir von jedem Tag hier auch, oder? Gefühlt? Das ist wirklich so. Oh, Alex! Wusstest du mir ins Ohr, spinnst du? Ist das hier so dreckig? Da kann man gut Staub wegwischen und wegpusten. Staub wegpusten. Alles klar. Easy. Alex. Haben wir das auch geschafft? Mal lüften für Schuhe. Zack, zack, fertig. Einsortieren, oben ist auch noch was. Übrigens haben wir eine Brotdose endlich mal. Wir hatten lange Zeit keine. Und da ich ja derzeit auch viel frisches Brot selbst backe, ist das super praktisch, damit es frisch bleibt. Metalldose, super praktisch und schön groß. Gestern habe ich noch frisches Brot gebacken, das mache ich heute nicht. Aber wir machen jetzt einfach nur eine Suppe. Eine Nudelsuppe, weil heute Abend essen wir schon ausgiebig mit der Familie. Deswegen nehme ich dafür meine geliebten Nudeln. Das ist die Nummer 1 von Barilla. Die habe ich heute Morgen euch ja schon gezeigt. Jetzt habe ich hier Hühnerbrühe oder Rinderbrühe. Ich nehme Rinderbrühe. Da habe ich irgendwie mehr Hunger drauf. Das muss heute Mittag reichen. Dann noch das letzte Brot dazu. So, Spülmaschine ist eingeräumt. Ich mache jetzt gerade die Pfanne sauber. Denn die brauchen wir zum Burgerbraten. Geschafft! Während ich jetzt gerade die Suppe noch ansetze, möchte ich euch noch kurz ein Update geben wegen Grundstückssuche. Ich habe euch gestern, glaube ich, bei Instagram mitgenommen und habe erzählt, dass wir uns Grundstücke angucken. Ich hoffe, die Kamera hält so. Bevor da wieder Fragen von euch kommen, wir sind derzeit nur auf Suche, schauen uns die Bezirke hier in Berlin weiter an. Wir wohnen ja noch nicht lange hier und gucken einfach, wo es uns gefällt. Natürlich würden wir am liebsten hier in unserem Umkreis bleiben, damit die Kinder die Schule weiter besuchen können und die Kita. Nicht, dass sie sich wieder neu eingewöhnen müssen. Aber es ist wirklich nicht so einfach, weil das Angebot hier an Grundstücken minimal ist. Derzeit gibt es hier nur ein Grundstück und das ist einfach viel zu teuer. Umso zentraler man wohnen will, desto teurer natürlich. Und da müssen wir auch ehrlich sein, das Geld hat man nicht einfach mal so irgendwo liegen. Sodass wir uns halt nach anderen Alternativen umschauen, in andere Bezirke, vielleicht ein bisschen weiter raus von Berlin. Ja, da müssen wir einfach gucken. Derzeit ist der Stand auf jeden Fall, dass wir ein Grundstück in Aussicht haben. Da allerdings müssen noch Formalitäten geklärt werden. Sobald irgendwas feststeht und wir unterschrieben haben oder wir sagen, wir wollen ein Grundstück haben und wir wollen ein Haus bauen, dann sage ich euch als erstes Bescheid und nehme euch natürlich auch dabei mit, wenn wir unser Eigenheim in Berlin bauen. Vielleicht kaufen wir auch eine Wohnung, eine große. Wir wissen es wirklich derzeit nicht, wo uns die Zukunft hinbringt. Sicher ist aber auf jeden Fall, dass wir hier nicht dauerhaft auf Miete wohnen wollen. Und so ein Grundstück ist ja auch nicht eben mal gemacht.
Das dauert lange. Also ich denke, ein, zwei Jahre werden wir definitiv hier noch wohnen bleiben, weil so viel Glück kann man gar nicht haben, dass man sofort ein Grundstück findet und ein Bauunternehmen, was dann auch sofort Zeit hat, mit einem ein Haus draufzusetzen. Wir wissen auch noch nicht, wie gesagt, ob wir eine Wohnung kaufen oder ob wir ein altes Haus kaufen, was halt ein gutes Grundstück hat, aber was wir dann halt umbauen müssen oder ob wir neu bauen. Neu bauen ist natürlich schön, da kann man sich alles nach seinen Wünschen einrichten. Oder ob wir eine Doppelhaushälfte bauen, um sich die Grundstückspreise zu teilen und es nicht so teuer wird. Da gibt es jetzt so viele Möglichkeiten. Ja. Aber ihr seid erstmal auf dem neuesten Stand, ich sage euch da Bescheid. Aber derzeit genießen wir es einfach hier mit den ganzen Kindern, die auch hier wohnen. Es ist so, so schön. Apropos Kinder, ne? Da klingelt es schon. Ja, ja. Genau, Ordnung halten. Papa hat auch durchgesaugt. Nicht so viel Schnipsel machen. Jetzt haben wir die Kinder wieder im Haus. Ich freue mich darüber immer. Es ist sehr, sehr schön. Das ist das, was ich meine. Wir fühlen uns hier einfach mega wohl. Leone hat hier Freunde in der Nachbarschaft gefunden, weil alle fast gleichzeitig hingezogen sind. Neubaugebiet. Es ist halt dann sehr schade, wenn man die Gemeinschaft hier verlassen muss. Aber ich denke oder hoffe, dass wir auch dann neue Nachbarn haben, die auch neu zuziehen oder so. Ich weiß es nicht. Weil Leona kommt mit dran. Wir holen Max. Die sollten ja mal draußen spielen. Ja, haben die doch ein bisschen. Meine Lieben, ich wollte mich noch persönlich von euch verabschieden und dieses Video beenden. Ich habe so einige Kommentare gelesen, dass es nicht so schön ist für euch, wenn einfach ja, mit Text ausgeblendet wird. Deswegen von mir persönlich nochmal Tschüss und bis bald. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und euch geht's gut. Und ja, wir sehen uns. Tschüss.